William Hardcastle? Ja, der bin ich, Sergeant. Ich bin Inspektor Johnson. Inspektor, oh, das tut mir leid, Inspektor. Hatte in letzter Zeit wenig zu tun mit der Polizei, nicht? Und richtig wach bin ich auch noch nicht. Schätze, ein geruhsames Nachmittagsschläfchen, müssen Sie wissen. Ich bedauere, Sie stören zu müssen, Mr. Hardcastle. Oh. Aber wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie uns bei gewissen Ermittlungen, die wir gerade anstellen, behilflich sein können. Stehen ganz zur Verfügung, Inspektor. War schon immer dafür, den Hütern des Rechts unter die Arme zu greifen. Wollen Sie hereinkommen? Danke, ja. Sergeant, Sie warten draußen mit Ihren Leuten. Wenn der Polizeiarzt eintrifft, geben Sie mir sofort Bescheid. Jawohl, Sir. Kommen Sie. Dankeschön. Inspektor. So. Hier, bitte. Nehmen Sie Platz, danke, Inspektor. Was? Einen Drink? Nein, nicht im Dienst, bitte. Nicht im Dienst, nein. Tja, also, Inspektor, was kann ich für Sie tun? Es handelt sich um Ihre Frau, Mr. Hardcastle. Oh. Wo ist Ihre Frau, Mr. Hardcastle? Sie entschwand plötzlich. In böswilliger Absicht, möchte ich sagen. Sergeant, kommen Sie nur rein. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen, Inspektor? Unter vier Augen? Im Garten ist kürzlich gegraben worden, Sir. Vor nicht allzu langer Zeit. Sind Sie sicher? Todsicher, Sir. Und die umgegrabene Stelle ist 6 x 2,5 Fuß groß. Ich habe nachgemessen. Mhm, ich verstehe. Gut, gehen Sie der Sache auf den Grund. Sie haben doch Spaten im Wagen. Gewiss, Sir. Dann lassen Sie dort noch einmal nachschlagen. In Ordnung, Sir. Alles in Ordnung, Inspektor? Ja, danke. Also, Mr. Hardcastle, um wieder auf unser Thema zurückzukommen. Ja. Ihre Frau, Mary Ann Hardcastle. Wir sind an Ihrem Verbleib interessiert. Sie vielleicht, ich nicht. Ihre persönlichen Gefühle gehen mich nichts an. Ich will nur diese Auskunft. Wo ist Ihre Frau? Ach, sie ist hier und dort und überall. Nach unseren Informationen... Nach unseren Informationen scheint niemand Ihre Frau während der letzten 18 Monate gesehen zu haben. Inspektor, es ist mir eine schmerzliche Pflicht zu bekennen, ja? Dass meine Frau auch in ihrer besten Zeit immer mehr zu hören als zu sehen war. Und nach unseren Informationen, haben Sie auf freundnachbarliche Fragen nach Ihrer Frau stereotyp geantwortet. Sie hat sich an einen weit, weit besseren Ort begeben. Ja, ja. Also, Mr. Hardcastle, behaupten Sie immer noch, dass Ihre Frau davongelaufen ist? Dann hören Sie, Inspektor, das habe ich nie gesagt. Ich sagte stets, sie hat mich verlassen. Also gut, sie hat Sie verlassen. Ja. Hat sie Ihre Kleider mitgenommen? Nur die, welche sie anhatte. Mhm. Ist das nicht recht ungewöhnlich, gelinde gesagt? Ja, meine Frau war eine ungewöhnliche Person, Inspektor. So. Und Sie sagten also, Sie haben keine Ahnung, wo sie hingegangen ist. Ihr endgültiger Bestimmungsort ist noch zweifelhaft. Sie müssen wissen, Inspektor, die Beziehungen zwischen meiner Frau und mir waren ziemlich gespannt. Ja, wie jeder in der Nachbarschaft gewusst haben dürfte. Ehe sie mich verließ, sagte sie noch bezeichnenderweise, ja? Sie hoffe, ich werde eines schönen Tages zur Hölle fahren. Dann hatten Sie also Streit mit ihr? In ihren lichteren und freundlicheren Momenten. Bedeutet dies, dass Sie nicht gut miteinander ausgekommen sind? Das ist die Übertreibung des Jahres. Hören Sie, Inspektor... Ja, Mr. Hardcastle? Sie warf mir Dinge an den Kopf, also Dinge... Ach was? Ja, und sie warf nicht oft daneben. Hören Sie, Mr. Hardcastle, wir wollen das etwas mysteriöse Verschwinden Ihrer Frau aufklären. Wir wünschen Tatsachen. Wenn Sie uns die Wahrheit sagen, gut und schön. Wenn nicht, dann werden wir sie selbst herausfinden. Das versichere ich Ihnen. Inspektor! Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Mr. Hardcastle.
Ja, Sergeant? Der Polizeiarzt ist soeben eingetroffen, Sir. Und wir sind mit dem Spaten auf etwas gestoßen. Ausgezeichnet. Bitten Sie den Arzt, sich bereit zu halten. Jawohl, Sir. Mr. Hardcastle, ja? Aufgrund gewisser Informationen, die wir erhielten, haben wir einen Durchsuchungsbefehl für Ihr Haus und Ihren Garten mitgebracht. Mhm. Meine Leute graben gerade in Ihrem Garten. Ja, das dachte ich mir bereits. Das Geräusch der Spaten, wissen Sie? Ach nein, ich weiß das ja zu schätzen. Inspektor, ich hatte selbst schon immer die Absicht, den Garten endlich mal gründlich umzugraben. Ich habe... Ja, aber seit dem Verschwinden meiner Frau bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Falls Sie uns etwas zu sagen haben, dann sagen Sie es bitte jetzt, ja? Inspektor, wenn ich etwas Schlechtes getan habe, dann werde ich doch dafür bestraft, nicht wahr? Ja. Warum sollte ich dann, gesetzt im Fall, ich hätte etwas Schlechtes getan, Ihnen davon erzählen? Und mir selbst Schwierigkeiten bereiten. Nun, Ihr Gewissen... Oh, Gewissenheit! Sie kannten meine Frau nicht, Inspektor. Wenn ich hier etwas getan habe, dann ist mein Gewissen das Letzte, was mich plagen würde. Das kann ich Ihnen versichern. Aber wir waren ja über 30 Jahre verheiratet. Und in all diesen Ehejahren hatte ich nicht eine glückliche Minute. Die hat mich behandelt wie höchstens wie ein Hund, ja. Ich tat zwar für sie, was ich konnte, aber es war ja noch nie genug. Gewiss noch, sie war eine Xantippe erster Güte. Trotzdem, es ist meine Pflicht, ihre Frau zu finden. Einverstanden, ich bin Ihnen deswegen nicht böse. Wenn Sie sagen, es ist Ihre Pflicht, gut, dann finden Sie meine Frau. Und wenn Sie meine Frau finden, dann können Sie die Dame auch gleich behalten. Wie bitte? Ja, 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 ich glaube, in den gesetzlichen Bestimmungen über verlorenes Eigentum heißt es, wenn ein Fundstück nicht innerhalb einer bestimmten Frist vom Verlierer beansprucht wird, darf der Finder es behalten. Ja, und eines kann ich Ihnen versprechen, mein lieber Inspektor, niemand, meine Person eingeschlossen, wird das alte Mädchen beanspruchen, das einmal meine Frau gewesen war. Sie sagten, gewesen war? Ja, das sagte ich. Ja, Sie kennen doch das alte Sprichwort, nicht? Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, das kenne ich. Eine Sekunde, Inspektor. Ja, was gibt's? William Hardcastle, ja? Meine Leute haben in ihrem Garten eine Leiche ausgegraben. Vielleicht möchten Sie jetzt endlich ein Geständnis ablegen. Eine Leiche? Nein, was Sie nicht sagen. Der Polizeiarzt untersucht die Leiche gerade. Falls Sie uns irgendetwas zu sagen haben. Weil Sie eine Leiche gefunden haben? Ja, was wollen Sie von mir hören? Ach so, natürlich. Mein Glückwunsch, Inspektor. Haben Sie eine Ahnung, wessen Leiche das ist? Sie stellen wirklich komische Fragen, Inspektor. Selbstverständlich weiß ich, wessen Leiche ich in meinem Garten begraben habe. Sie geben also zu, diese Leiche begraben zu haben? Ja, natürlich gebe ich das zu. Wer sonst denn sollte das getan haben? Würden Sie jeden Tom, Dick oder Harry in Ihrem Garten herumwühlen lassen? Das wäre ja Hausfriedensbruch, nicht? Dagegen gibt es ein Gesetz. Das sollten Sie aber eigentlich wissen. Die einschlägigen Gesetze sind mir durchaus geläufig. Ja, William Hardcastle. In Anbetracht Ihres Geständnisses verhafte ich Sie wegen mutmaßlichen Mordes an Ihrer Frau Mary N. Hardcastle und mache Sie pflichtgemäß darauf aufmerksam, dass alles, was Sie von nun an sagen, zu Protokoll genommen wird und als Beweis gegen Sie verwendet werden kann. Schön. Ist genau wie im Fernsehen. Mr. Hardcastle, ich fürchte, Sie werden mit auf die Wache kommen müssen. Wie Sie wünschen. In Handschellen? Nun, das wird wohl nicht nötig sein. Oh, ich danke Ihnen, Inspektor. Los, kommen Sie. Ja, aber gern, Inspektor. Sir! Ich bin jetzt schon wieder los, Sergeant. Der Arzt, er möchte mit Ihnen reden, Sir. Unter vier Augen. So, was will er denn? Es ist wohl ziemlich wichtig, Sir. Na, meinetwegen. Sie bleiben hier bei dem Gefangenen, Sergeant. Jawohl, Sir. So. Bitte, Sergeant, setz dich doch nicht. Wir müssen hier nicht stehen. Bitte.
Oh ja. Haben Sie eigentlich meine Rosen beschädigt, Sergeant? Nein, Sir. Wir waren sehr vorsichtig. Ah, dafür danke ich Ihnen, Sergeant. Ja, ich hoffe nämlich mit meinen Rosen auf der hiesigen Blumenschau in diesem Sommer einige Preise zu gewinnen. Jawohl, Sir. Ja, Blumen, nicht? Ja, Sergeant. Blumen, also sind für mich ja die schönsten Schöpfungen der Natur. Ihr einziger Zweck auf Erden ist, Schönheit zu verbreiten. Sind Sie nicht auch dieser Ansicht, Sergeant? Jawohl, Sir. Mr. Hardcastle. Irgendetwas nicht in Ordnung, Inspektor? Sergeant, gehen Sie hinaus und helfen Sie dem Polizeiarzt. Jawohl, Sir. Hören Sie, Mr. Hardcastle. Der Polizeiarzt sagt mir, die Leiche in Ihrem Garten sei die Leiche eines Mannes. Ja, natürlich ist das die Leiche von einem Mann. Der selige Mr. Sweeney wäre sicher sehr unerhalten gewesen, wenn ich ihn als etwas anderes bezeichnet hätte. Sweeney? Ja, der selige Mr. Clarence Sweeney. Unfreundlicherweise von manchem Mieser Sweeney genannt. 62 Jahre alt schied er vor 18 Monaten auf dem Höhepunkt eines nicht eben gottgefälligen, aber einträglichen Lebens aus dieser Welt. Möge seine Seele ruhen in ewigem Frieden. Darf ich fragen, ob Sie... Ob ich ihn getötet habe? Ja. Ich versichere Ihnen, Inspektor, nein, das habe ich nicht. Er trennte sich friedlich von diesem Leben. Wenigstens so weit friedlich wie ein Geizhals, wie er sich von etwas zu trennen vermag. Er gab seinen Geist auf im Bett, umringt von seiner Freuden, Kindern, Verwandten und anderen Feinden. Aber was tut er dann in Ihrem Garten? Inspektor, missgönnen Sie der armen Seele etwa die letzte Ruhestätte? Nein, ich denke nicht daran, ihm auch nur das Geringste zu missgönnen. Ja, und bitte verschonen Sie mich jetzt mit Ihrem sogenannten Humor. Ja. Oder wollen Sie mir etwa einreden, dass es üblich ist, eine Leiche in einem Garten zu beerdigen? Es gibt in England kein Gesetz gegen private Bestattungen. Insofern es dabei mit rechten Dingen zugeht, nein. Zum letzten Mal, Hardcastle. Wo ist Ihre Frau? Aber, Inspektor, die Antwort liefe ja auf eine Art Geständnis heraus. Wenn dieser Sweeney eines natürlichen Todes starb, bestand für Sie kein Anlass, ihn in Ihrem Garten zu verstecken, es sei denn, Sie hätten jemand anders an seiner Stelle begraben. Sehr vernünftige Schlussfolgerung, Inspektor. Ist völlig logisch, ganz sogar. Sie bekennen also? Lassen wir mal überlegen. Ja, ich bekenne. Werden Sie ein Geständnis unterschreiben? Ja, ich werde auch ein Geständnis unterschreiben. Gut. Es wird ein kurzes Geständnis sein, wenn auch nicht gerade ein süßes. Schreiben Sie bitte, ja. Meine Frau, die physisch besser ausgestattet war als ich, hatte einen ihrer sattsam bekannten Wutanfälle. Sie schlug mal wieder auf mich ein. Um mich zu verteidigen, stieß ich sie zurück. Sie stolperte und fiel und schlug mit dem Kopf auf die Tischkante. Und da die Eichenplatte des Tisches anscheinend doch noch etwas härter war als ihr Kopf, endete ihr Fall glücklicherweise tödlich. Jawohl. Kommen Sie mit, Inspektor, und erzähle ich zu schnell für Sie. Ist schon recht, Sir. Nur weiter. Ihr weiter? Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, bei Ihrem Fall. Nicht bei Ihrem Fall. Der Fall war ein Unfall. Ja, Inspektor. Doch in Anbetracht der allgemein bekannten, gespannten Beziehung zwischen mir und meiner Frau musste ich befürchten, dass man mir nicht glauben würde. Und weil es mir zuwider gewesen wäre, die Gutgläubigkeit der Geschworenen, nicht, das sind ja alles ehrenwerte Bürger aus dieser Gegend, zu sehr zu strapazieren, entschloss ich mich, Ihre Leiche mit der von Mr. Sweeney zu vertauschen. Ha, genau, Inspektor. Ich nehme an, so etwas ist unter Umständen möglich. Selbst Sie glauben mir nicht ganz. Auf mich kommt es nicht an. Auf den Richter und die Geschworenen kommt es an. Wenn die Ihnen glauben, läuft es vielleicht auf Totschlag hinaus.
oder auf Notwehr. Och, du lieber Himmelinspektor, ich würde ja nicht mal davon träumen, das Schicksal so weit herauszufordern. Nein, 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 dazu wird es nicht kommen. Aber Sie müssen vor Gericht, ganz gleich, wie das Urteil ausfallen mag. Sie werden doch nicht irgendeine Dummheit begehen. Oh, beruhigen Sie sich, Inspektor. Ich werde mich schon nicht umbringen. Schon deshalb nicht, um ein vorzeitiges Wiedersehen mit meiner Frau zu vermeiden. Aber Sie sind ja wirklich naiv. Sie können mich nicht vor Gericht bringen. Es sei denn, Sie finden die Leiche meiner Frau oder beweisen, dass ich meine Frau ermordet habe. Ganz gleich, wie viel Geständnisse ich unterschreibe. Wir werden die Leiche Ihrer Frau finden. Ja, wie denn? Wir werden das angebliche Grab des seligen Mr. Sweeney öffnen. Ja. Irgendwie dachte ich mir schon, dass Sie mit sowas kommen würden. Ne? Na ja, es liegt bei Ihnen. Ne? Unser erster Schritt wird sein, den Leichenbestatter zu finden, der für Sweeneys Beisetzung zuständig war. Das ist nicht schwer. Nein, dieser Leichenbestatter, das war ich. Sie? Ja, ich. Wussten Sie das nicht? Ich bin Leichenbestatter. Vielmehr, ich war es nicht. Jetzt bin ich im Ruhestand. Na schön. Mr. Hardcastle, Sie stecken voll kleiner Überraschungen, aber das macht nichts. Ich möchte gerne Ihre Bücher sehen. Ja. Ich wünsche, die Lage des Grabes zu erfahren, das angeblich Mr. Sweeney als letzte Ruhestätte dient. Aber ich warne Sie. Sollten Sie bei Ihren Eintragungen geschwindelt haben, so kann ich die Auskunft immer noch von Sweeneys Familie bekommen. Inspektor, ich bei meinen Eintragungen geschwindelt? Inspektor, das ist Verleumdung. Dagegen gibt es ein Gesetz. Schon gut, schon gut. Zeigen Sie mir jetzt endlich die Bücher. Ich meine das Buch vom vorletzten Jahr. Ja, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Bitte. Bitte, das ist alles hier in meinem Schreibtisch drin. Seit ich mich zur Ruhe gesetzt habe, bewahre ich das alles. Da auf hier, bitte. Da haben Sie es, Inspektor, das ist alles sauber und ordentlich eingetragen. Ja. August, September. Ja, September kommt danach. Ah, hier ist es ja schon. Ja. Clarence Sweeney, Grabstätte Nummer 282. Ja, das steht zwar in diesem Buch, aber es besagt gar nichts. Wieso? Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, Inspektor, ich habe schon immer erwartet, dass eines Tages die Dinge diesen Lauf nehmen würden. Deshalb fing ich an, alle diese Leichen rechtzeitig zu vertauschen. In der Tat, ich könnte heute selbst Dinge sagen, wo von einem gewissen Zeitpunkt an wer begraben liegt. Sie meinen, alle diese Eintragungen, alle diese Leichen sind aufs Geratewohl über den ganzen Friedhof verteilt? Ja, ich fürchte, ja, ich fürchte. Eine Heidenarbeit, kann ich Ihnen sagen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich denke, ich gehe jetzt mal hinaus und rede mit dem Sergeant. Ja, gewiss, Inspektor, wie Sie meinen. Ich warte dann hier. Übrigens, Sir, der Polizeiarzt sagt, er möchte Sie noch sprechen, ehe er geht. Bestellen Sie ihm. Ich werde nachher auf dem Revier mit ihm reden. Und sagen Sie den Leuten, sie können zusammenpacken. Wir sind fertig. Fertig? Ich dachte, Sie nehmen Hardcastle mit. Nein, Sergeant, ich nehme ihn nicht mit. Und im Übrigen, der Fall ist abgeschlossen. Abgeschlossen, haben Sie verstanden? Und ich hätte geschworen, dass er seine Frau umgebracht hat. Hat er auch. Und sie dann in einem fremden Grab auf dem Friedhof beerdigt. Und entschuldigen Sie, Sir, aber warum fordern wir da nicht einfach eine Exhumierungsgenehmigung an? Warum wir da nicht einfach eine Exhumierungsgenehmigung anfordern, das will ich Ihnen sagen. Sie wissen doch, wie zimperlich sich das Innenministerium schon bei einer Exhumierungsgenehmigung anstellt. Nun, unser Freund hier war Leichenbestatter. Ja. Ahnen Sie, wie viele Leute er beerdigt hat, seit seine Frau verschwunden ist? Nein, das ahnen Sie nicht. Aber ich werde es Ihnen sagen. 265. Was? 265? Ja, 265. Donnerwetter. Möchten Sie etwa beim Innenministerium 265 Exhumierungsgenehmigungen anfordern? Na? Möchten Sie das? Ich jedenfalls nicht. Wie gesagt, der Fall ist abgeschlossen. Erledigt? Erledigt.